Täter, die Frauen mit Nadeln stechen und Drogen spritzen? Auf Social Media zeigen Betroffene ihre Einstichwunden. Berichte von Horrortrips, Blackouts. I started screaming and then throwing up and going unconscious. Wir suchen nach Tätern. Wo tauschen sie sich aus? Gibt es sie überhaupt? Ist es nicht planbar ohne jede Wahrnehmung? Tausende Fälle europaweit. Was ist dran an Needlespiking? Wir sind unterwegs zu Maria. Oh, es fängt an zu regnen. Jetzt müssen wir ganz schnell sein. Wir sind unterwegs zu Maria. Ihr ist tatsächlich das mit Needlespiking passiert. Das erzählt sie uns jetzt. Und ja, ich bin gespannt, was da genau vorgefallen ist. Okay, es regnet. Schnell, 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 schnell. Mist, auf der anderen Seite. Jetzt sind wir da. Jetzt da. So. Beim Needlespiking werden Personen mutmaßlich mit einer Nadel gestochen. Unfreiwillig. Manche Betroffene berichten von Totalabstürzen auf Partys, als seien ihnen Drogen gespritzt worden. Andere merken erstmal gar nichts, finden am nächsten Morgen solche Wunden. So auch Maria. Hi! Sie ist Studentin und lebt in Berlin. Im Juli war sie auf einem Musikfestival in Brandenburg, dem Feel Festival. Ganz normal, also klassisches Festival, was waren das, 4 Tage, alles fein. Wir hatten da ein kleines Zeltcamp und mit einem Tisch und Stühle, wir waren irgendwie, was waren das, 12 Leute oder so, haben im Zelt geschlafen, Campingkocher, so. Und dann sind wir wieder nach Hause gefahren und dann schickt mir eine Freundin aus der Gruppe so ein Foto von ihrem Bein mit so einem blauen Fleck und war so, hey, guck mal, ich habe so einen komischen blauen Fleck und ich dachte, du hattest auch so einen. Hat sie, gleich mehrere. Rote Punkte und Hämatome. Die Wunden werden später in der Notaufnahme von einem Arzt fotografiert. Insgesamt sind es 7 Stück. So, das waren so die 3 größten. Das sieht halt echt unheimlich aus. Vor allem, weil ich nie blaue Flecke kriege, wenn nichts, also ich stoße nicht und es passiert nichts. Mhm. Und immer so hinten auf den Oberschenkeln war das. Ja, genau. Und auch wirklich teils echt innen in der Oberschenkelseite. Dann hatte die Freundin, die das auch hatte, hatte mir dann so Bilder von Needlespiking geschickt. Und da habe ich das gegoogelt und war so, sieht irgendwie schon so sehr ähnlich aus. Und dann hatten wir so einen Instagram-Post gesehen, dass man innerhalb der nächsten 72 Stunden handeln muss. Man muss sofort jetzt ins Krankenhaus, sonst wird es richtig schlimm. Und dann habe ich so eine Panik gekriegt. Sie zeigt uns ihren Krankenhausbericht. 4 circa 1 bis 2 Zentimeter große oberflächliche Hämatom, Tastentreu mit punktförmigen, trocken verkrusteten Hautdefekt. Uns liegt auch der Krankenhausbericht einer weiteren Betroffenen vor. Hier heißt es, kleine Einstichstelle am Oberschenkel. Was war da los? Insgesamt sollen sich mehrere Frauen mit solchen Wunden gemeldet haben. Die Festivalbetreiber reagieren nicht auf unsere Anfrage. Ein Täter wurde bis heute nicht gefunden und auch sonst keinerlei Beweise, also Drogensubstanzen, eine Spritze. Und so ist es auch bei allen anderen Fällen bis jetzt in Deutschland. Die Polizei konnte keine Beweise sicherstellen. Und trotzdem, es melden sich immer mehr Betroffene, vor allem junge Frauen, meist auf Social Media und das europaweit. Viele berichten nach dem Feierngehen von Blackouts oder Symptomen wie bei einem Drogentrip oder einer Panikattacke. Einige finden am nächsten Tag Wunden an ihrem Körper, wie diese hier. Aber nur ein Bruchteil der Betroffenen erstattet Anzeige. Ermittlungen bleiben also meist aus. Wie fing das eigentlich alles an? Wir wühlen uns rückwärts durch die News. Die ersten Fälle in Deutschland passieren im Frühling 2022, wie hier in NRW. Und mehrmals in Berlin, in verschiedenen Clubs. In den Monaten davor gibt es bereits Betroffene in anderen europäischen Ländern, wie in den Niederlanden und in Frankreich. Später in Spanien. Noch weiter zurück. Die allerersten Betroffenen meldeten sich in Großbritannien im Herbst 2021. Innerhalb weniger Monate soll es dort zu mehr als 1.300 Fällen gekommen sein. So viele wie in keinem anderen Land. Okay, wenn wir mehr über den Ursprung dieser Spritzenattacken herausfinden wollen, müssen wir dahin. Wir
fliegen jetzt dahin, wo alles angefangen hat, nach Großbritannien, nach Nottingham. Dort soll es den allerersten Fall gegeben haben. They've been stuck by needles in drugging attempts. Hayley Ott has more from Nottingham, England. 19-year-old Sarah Buckle was clubbing with her friends when something went terribly wrong. I started screaming and then throwing up and going unconscious and coming back round, and it was just this horrible cycle. In diesem aufsehenerregenden Interview spricht Sarah Buckle. Sie ist wohl die allererste Betroffene, Patient Zero sozusagen. Nach dem Horrortrip findet sie eine Wunde auf ihrer Hand. The bruise got bigger and it got darker. A scientist who works with the police had a look and said, well, that definitely looks like a needle prick, if that makes sense. Wenige Wochen nach ihr die nächste Betroffene. Ich wurde Montagnacht gespiked. Bitte lest das und teilt es. Und vor allem, passt auf euch auf. You don't remember a moment in time when you felt something during the evening? I mean, I could have done on said night, but unfortunately I've got a full blackout of memory. Nach ihren beunruhigenden Schilderungen gegenüber der BBC melden sich immer mehr Betroffene in Großbritannien. Wir sind im Zug, unterwegs ins Landesinnere. Das Problem in Großbritannien wurde so groß, dass die Politik sich veranlasst gefühlt hat zu reagieren. Das britische Parlament hat eine Umfrage gestartet in ganz Großbritannien. Und das Ergebnis ist, innerhalb von wenigen Monaten soll es zu 1400 Vorfällen gekommen sein. Fest steht aber, 80% der Opfer sind weiblich und ca. 80% sind Studierende. Das heißt, das findet in einem sozialen Milieu statt. Zum Beispiel hier. Es sind wieder erst die Wochen. Semesterbeginn an der Uni in Nottingham. Genau vor einem Jahr soll es Betroffenen wie Sarah Buckle auf einer solchen Ersti-Party passiert sein. Excuse me, can we ask you a question? Go on then, depends what. We are researching on this topic of needle spiking, and the very first incident happened in Nottingham. Yes. You know that. It's not happening anymore though. Yeah, It's not happening anymore. It was only like a few, and then it stopped. What do you think was the reason why it stopped? I don't know. Do you know anybody who got spiked? Yeah, I do. Do you? Needle spiked. Yeah. And what yeah, happened? They don't know who did it. And they didn't drink anything because they drank at home. So it was just all very questionable. But all of the news is really, it's based on social media, which can be portrayed in any way. So you don't really know the truth behind anything. Excuse me. Can we ask you a question? What's your question? This is German public broadcasting. It's okay, like, ooh, what's the question? We are researching on this topic of needle spiking. Have you heard about it? We have. It's not really happening a lot now. It was more last year. We just haven't really heard of anything, but last year it was happening literally pretty much every night out. Do you know anybody who got spiked? Yeah. Yes. Yeah? Yeah. Who? It was my boyfriend's housemate. They didn't take her to the hospital. They just took her home because they thought that she was like really, really drunk. And she had any needle mark or something? Yes, they found a prick mark on her back. There were very few cases of people actually getting spiked. It was more like a lot of just like panic around it. But the people that had been spiked through a drink and not by a needle. They thought it was by a needle because of like just the general paranoia. Paranoia und Panikmache? Und jetzt? Alles wieder vorbei? Am nächsten Tag. Wir wollen von der Polizei in Nottingham wissen, was haben ihre Ermittlungen ein Jahr danach ergeben? Mehrmals haben wir angefragt. Ein Interview wollen sie nicht geben, stattdessen ein schriftliches Statement. Zusammengefasst heißt es da drin, die haben jetzt ein Jahr ziemlich intensiv ermittelt, die haben in verschiedensten Stellen zusammengearbeitet, mit der Gerichtsmedizin, die haben die Sanitäter hier in der Stadt geschult, nach Nadelstichverletzungen verstärkt zu suchen, die haben Polizisten verstärkt patrouillieren lassen, abends während den Feierlichkeiten von Studierenden. Aber zusammengefasst haben die nichts finden können. Keine Täter, keine Verdächtigen, die konnten keine Beweise sichern, keine Nadeln, keine Substanzen feststellen können. Letztlich haben die hier gar nichts. Und nicht nur in Nottingham. In ganz Großbritannien werden keine Beweise, wie etwa Spritzen, sichergestellt und keine Täter verurteilt. Videokameras in den Clubs zeigen nichts. Die Drogentests in den Krankenhäusern ergeben keine aussagekräftigen Befunde. Währenddessen suchen wir weiter nach Beweisen, rein hypothetisch.
Also wir haben uns überlegt, irgendwo müssen sich diese Täter ja rumtreiben, müssen sich austauschen, müssen sich informieren über ihr Vorhaben. Und entsprechend vermuten wir, dass es da eine Community online geben muss, die sich mit solchen Dingen beschäftigt. Und nach dieser Community an Tätern suche ich jetzt. Wir suchen auf Seiten und Foren, die als Sammelbecken für Frauenhasser gelten. Seiten, auf denen mit sexueller Gewalt geprahlt wird, Rachefantasien und Ähnliches ausgetauscht werden. Zum Beispiel dieses Bild hier, da sieht man halt als Comic eine Frau, eine geköpfte Frau. Ich habe mich auch auf einigen Pornoseiten umgeschaut und es gibt schon dieses Genre von Frauen, die auf irgendeine Art unter Drogen gesetzt werden sollen und ja, dann soll man irgendwas mit ihnen machen. Also zum Beispiel hier, da fordert ein User andere dazu auf, dass sie ihm sagen sollen, welche von den Frauen, die er hier ausgestellt hat, sieht aus wie Bilder von einer Privathochzeit, welche von diesen Frauen er was ins Glas tun sollen. Also ich habe bis jetzt nichts gefunden zum Thema Spritzenattacken, Needle Spiking. Tatsächlich haben auf manchen Incel-Foren haben Leute was dazu gepostet, aber dann nur so Sachen wie, was hat das mit dem Needle Spiking auf sich? Da habe ich zum Beispiel einmal was gefunden im August, aber niemand hat darauf geantwortet. Scheint kein großes Interesse ausgelöst zu haben, das zu diskutieren. Wir schauen uns auch im Darknet um. Hier gibt's ja bekanntlich angeblich alles. Knarren, Blüten, Drogen. Wir vermuten, dass Drogenshops Orte sein könnten, in denen sich Täter von Spritzenattacken austauschen. Über Nadeln und Substanzen. Wir finden Posts zu K.O.-Tropfen. Zum Beispiel Rohypnol. Das wird einfach in der Kategorie Date-Rape-Drug geführt und angeboten. Also als Vergewaltigungsdroge. Es gibt auch eine rege Diskussion darüber, welche Droge jetzt eigentlich am besten dafür geeignet ist, um Frauen zu betäuben. Aber explizit zum Thema Needle Spiking finden wir auch hier nichts. Also klar, könnte natürlich auch einfach sein, dass ich es nicht finde oder dass wir es nicht finden. Natürlich, also vielleicht existiert es auch da draußen irgendwo online im Darknet. Dann ist es aber zumindest nicht besonders sichtbar. Ist jetzt nichts, wo Hinz und Kunz so wie ich drauf stoßen könnten. Also es ist dann, wäre dann schon irgendwie sehr versteckt. Ein ausgelassenes Stadtfest im französischen Bayonne im vergangenen Juli. Auch hier soll es passiert sein. Inzwischen soll es in ganz Frankreich 2100 Fälle von Needle Spiking gegeben haben. Wir telefonieren mit der Staatsanwältin von Bayonne. Unsere Kollegin Anna spricht Französisch und übernimmt. Madame Boyer, c'est Anna Ort. Salut, je suis la collègue de... Bonjour. Seit Monaten laufen ihre Ermittlungen. Das ist der aktuelle Stand. Pour le résumé, alors, il y a... Ça a commencé printemps, vous avez dit. Il y a une trentaine de cas? À peu près, oui. À peu près. Mais est-ce qu'il y a des faits, des preuves, quelque chose de... Rien. Pour être très clair, non. Rien. Auch in Bayonne hat die Staatsanwaltschaft Proben untersucht. Was haben sie ergeben? Pas de drogue. Dans aucun cas. Exactement. Donc là, en fait, on a changé de perspective. Et on pense que on est sur du simulacre de piqûre. Donc c'est-à-dire je ne sais pas si vous connaissez le terme, c'est-à-dire qu'en fait, ce seraient des gens qui viendraient piquer, mais pas avec des seringues, avec des clous. Mit Nägeln oder irgendwelchen anderen spitzen Gegenständen, sagt Boyer. Aber aus welchem Motiv? Weil es den mutmaßlichen Tätern Freude mache, andere in Angst zu versetzen, vermutet die Staatsanwältin. Was sagen Kriminologinnen zur Lage? Also Leute, die kriminelle Phänomene untersuchen. Was ist Ihre Theorie dazu, dass es europaweit Betroffene gibt, aber keine Täter und Beweise gefunden werden?
Also wir können uns jetzt hier mit Nicole Westmarland unterhalten. Die ist Professorin für Kriminologie an der Universität von Durham. Auf jeden Fall forscht Westmarland zu Gewalt gegen Frauen und forscht jetzt auch zu diesem Thema dieser Nadelattacken. Sie betreut in Großbritannien eine landesweite Studie zu Needlespiking. Wie erklärt sie sich die knapp 1400 unaufgeklärten Fälle im Land? We've got to be a little bit cautious about the exact number, but I do believe that there are so many victims coming forward with very credible stories about what's happened to them, with very many similarities, that we have to start from a position of believing victims. And I believe that if we start from that position of believing victims, we will get more evidence of the needle spikings happening. Die Kriminologin macht es zu einer Glaubensfrage, ob das Phänomen existiert oder nicht. What do you think about the doubts that this phenomenon is actually happening at all? So this isn't unusual as a form of predominantly gendered violence to have such low resources attached to it and have such poor investigations and outcomes. So it actually sits quite neatly with what we know about offences which predominantly affect women and girls. Dass Gewalttaten gegen Frauen von Polizei und Behörden nicht ernst genommen werden, das haben wir schon bei vielen Recherchen festgestellt. Aber werden die Spritzenattacken deshalb nicht aufgeklärt? Es gibt kaum Berichte von sexueller Gewalt nach mutmaßlichen Spritzenattacken. Ja, und dann hatte ich mich irgendwie mit zwei, drei anderen auf. Maria war kurz nach dem Krankenhausbesuch bei ihrem Hausarzt. Sie hatte zwar nach dem Vorfall keine Symptome, wollte aber zur Sicherheit Urin- und Bluttests machen. Und der guckt mich an und war einfach ein großes Fragezeichen. Er hat, glaube ich, kein Wort verstanden von dem, was ich gesagt habe. Und der war erstmal so: Was ist ein Festival? Und ich war so, ja, Camping. Ja, einfach Camping. Und er so, ah ja, okay, dann ist es mir ganz klar, was es ist. Das sind Insektenstiche. Es gibt gerade so eine Wanze in Deutschland, die macht genau solche Stiche. Und ich wurde so wütend, weil ich wusste genau, was mir passiert ist. Und ich fand, also mir wurde einfach abgesprochen, dass ich irgendwie was erfahren habe und mir wurde nicht geglaubt. Und ich fand es so erschreckend. Und genau das macht unsere Recherche so schwierig. Einerseits gibt es das Problem, dass Frauen nicht geglaubt wird. Andererseits gibt es die Notwendigkeit, Fakten zu überprüfen, so wie bei jeder Recherche. Wir wollen natürlich nicht den Eindruck erwecken, dass wir den Betroffenen nicht glauben. Gleichzeitig müssen wir die Fakten prüfen. Aber Maria fallen auch Ungereimtheiten ein, die sie sich selbst nicht erklären kann. Also es gibt Videos von mir, da habe ich am Freitag schon blaue Flecke auf den Beinen und andere kamen erst später dazu. Da habe ich schon blaue Flecken. Hier. Am Freitag war das. Und erst am Montag kommen weitere Wunden hinzu. Auch mega skurril, kann ich auch nicht sagen, wie das passiert ist, ob ich wirklich zweimal gespiked wurde oder... Oder ihr Hausarzt hat doch recht. Es klingt jetzt total verrückt, aber wir haben versucht, dieser Spur nachzugehen. Und es sieht folgendermaßen aus. Natürlich ist es super schwierig, per Ferndiagnose von ExpertInnen eine Einschätzung dazu zu bekommen, nur auf der Basis von Bildern. Wir können aber sagen, dass es gibt solche Wanzen, ja, die sind nachtaktiv, die können nicht nur in Zelten sein, sondern die können sich auch auf Sofas in Clubs aufhalten. Theoretisch also möglich, dass man gebissen wird. Aber die machen eigentlich viel kleinere Wunden. Und sie verursachen auch keine blauen Flecken und erst recht keine Rauschzustände, also Blackouts oder sowas in der Richtung, was man bei einem Drogentrip haben könnte. Insofern ist dieser Rechercheweg eine Sackgasse. Aber uns ist dadurch eine neue Fragestellung gekommen. Und zwar, woher stammt überhaupt die Idee, dass es sich bei solchen Wunden, wie Maria sie hat, um Nadelstichwunden handeln könnte? Könnte es auch eine andere Ursache dafür geben? Also nochmal zurück zum ersten bekannten Fall, Sarah Buckle. Wir hätten sie gern selbst interviewt, aber sie reagiert nicht auf unsere Anfragen. In den ersten Tagen nach ihrem Krankenhausaufenthalt hat sie viele Interviews gegeben. Wie wurde das damals verifiziert, dass die Wunde von einem Nadelstich stammt? Zurück zum Interview, in dem sie eindrücklich Mutmaßungen schildert. Ein Scientist, der mit der Polizei arbeitet, hat einen Blick und gesagt, das sieht definitiv aus wie ein Nadelprick, wenn das Sinn macht. Okay, ein Scientist, ein Wissenschaftler bei der Polizei hat also gesagt, dass die Wunde wie ein Nadelstich aussehen würde. In einem anderen Interview mit Times Radio sagt sie: After talking to the nurses and we
we were kind of communicating, it just seemed quite apparent that something had happened. Auffällig. Hier klingt es, als wäre sie im Gespräch mit den Krankenschwestern zu diesem Befund gekommen. Und gegenüber BBC und ITV äußert sie sich erneut auf widersprüchliche Weise. So we were just really, really confused, but that was kind of what we suspected. Sie macht also unterschiedliche Angaben. Das ist erstmal nichts Ungewöhnliches, wenn man sich versucht, an etwas zu erinnern, was in der Vergangenheit passiert ist. Entscheidend ist, Sarah Buckle ist der Meinung, dass sie unter Drogen gesetzt wurde. Und sie vermutet, also sie und weitere Personen vermuten, dass das mit Nadeln passiert sein soll. Aber sie stellen es nicht als Tatsache dar. Und was dann später passiert ist, dass die Medien es als Tatsache darstellen und diese Nadelspritzenattacke sich verselbstständigen, wie hier bei RTL. K.O.-Spritzen. Hohe Wellen geschlagen hat die perfide Methode zuerst in Großbritannien. Eine dramatische Darstellung. Ganz so, als sei es ein Fakt. Spiking. Frauen werden bei Partys vermehrt unter Drogen gesetzt. Wenn Frauen aus dem Hinterhalt unter Drogen gesetzt werden. Spiking im Nachtleben, die neue Gefahr für Frauen. Solche Gruselschlagzeilen tragen nicht nur dazu bei, dass die Angst, selbst betroffen zu sein, größer wird. Es wird auch etwas zu einem Fakt gemacht, wofür es noch keinen Beweis gibt. Es gibt Berichterstattung über ein Phänomen, aber ohne die Frage zu klären, inwiefern das Phänomen überhaupt existiert. Wie bei ProSieben. Sie fragen, Zitat, wie ist es möglich, dass Clubgäste eine Needle-Spiking-Attacke gar nicht bemerken und starten einen merkwürdig anmutenden Versuch in einem Berliner Club? Für unser Experiment verwenden wir diese harmlosen UV-Stifte. Damit werden sie die Partygäste im Club berühren. Die Markierung ist nur unter einer UV-Taschenlampe zu erkennen. Der Punkt ist leicht abwaschbar. Im wahren Leben könnten das aber eben auch echte Nadeln sein. Dafür bekommen sie anschließend viel Kritik. Vor allem, weil Clubgäste annehmen, ProSieben hätte echte Nadeln und keine Textmarker verwendet. ProSieben bestreitet das. Aber dass so getan wird, als sei Needle Spiking eine gesicherte Tatsache, wird nicht kritisiert. Auf Anfrage schreibt ProSieben, mit dem Beitrag wollten wir insbesondere unsere jungen ZuschauerInnen für das Thema sensibilisieren. Was ist medizinisch überhaupt denkbar? Wir können mit dem Rechtsmediziner Benjamin Ondruschka sprechen. Ihr erster Eindruck. Ist es möglich, jemanden unfreiwillig mit einer Spritze zu spritzen und eine Substanz zu injizieren? Ist das überhaupt medizinisch möglich? Ich riskiere, dass er es mitbekommt. Ist es nicht planbar so, dass er definitiv vollkommen ohne jede Wahrnehmung eine Applikation erlebt? Ich würde es mir nicht zutrauen, jemand aus diesem Raum das zu spritzen. Umso schneller ich es appliziere, umso spürbarer ist es, wenn ich das möglichst ohne dieses Fremdkörper-Druckgefühl machen möchte, muss ich es entsprechend langsam applizieren. Mehrere Gründe. Ich muss nah an den Menschen, an das ausgesuchte Opfer heran. Ich riskiere eine Nadeldislokation, weil ich auf zumeist bekleidete Körperareale gehen müsste. Und ich habe diesen Moment der Bolusgabe, der Verabreichung, der eine gewisse Weile, Sekunden, aber immerhin betraucht. Also halten Sie es für realistisch, dass es umsetzbar ist? Oder wie schätzen Sie das ein? Ja, ich halte es bisher für komplex im Sinne von, ich kann mir vorstellen, dass es ein Phänomen ist, was theoretisch vorstellbar ist, aber nicht wirklich in Serie durchgeführt wird. Betroffene berichten häufig von Symptomen wie Übelkeit, Unwohlsein und Blackouts. Häufig werden dafür drei Substanzen verdächtigt. GHB, Rohypnol und Ketamin. Kommen diese Substanzen in Frage? Sie treffen auf diese Substanzen zu, aber die allermeisten Substanzen verursachen ein Spektrum, wie das von Ihnen gerade benannte. Also die Blackouts, die Übelkeit sind auch eine Folge des Alkoholkonsums, wenn er übermäßig erfolgt. Vielen Dank. Vielleicht befinden sich auch gar keine Substanzen in den Spritzen. Könnte es sein, dass Täter aus anderen Gründen zustechen? Viele Betroffene, die keine Symptome wie Blackouts erlebt haben, sondern am nächsten Tag einfach mit einer Wunde aufgewacht sind, vermuten ein anderes Motiv hinter dem Nadelstich. So auch Maria. Vor was hattet ihr Angst? Ich hatte, glaube ich, am meisten Angst, dass mich jemand mit HIV angesteckt hat. Also es war nicht so, dass wir ohnmächtig wurden, dass wir Schwindel hatten, Gedächtnisverlust, das hatten wir alles nicht.
Und dann dachten wir, oh scheiße, welcher Idiot wollte uns da irgendwas einbrocken, was kann das sein? Wie kamst du der Idee, dass das eine HIV-Infektion mit sich bringen könnte? Das habe ich in diesem Instagram-Post gesehen. Ihr erinnert euch, der hier war das. Also hier steht, dass man direkt ins Krankenhaus gehen soll, dass man einen Drogentest machen lassen soll und dass man auch sich wegen HIV testen lassen soll. Gepostet hat das die Sängerin Zoe Zernias. Sie hatte sich als eine der ersten Betroffenen in Deutschland gemeldet. Mittlerweile hat sie den Post dazu wieder gelöscht. Warum? Auf unsere Nachfrage keine Antwort bis jetzt. Dieser Post zeigt, wie eng die Angst vor HIV mit Needlespiking verknüpft ist. Ist es denn überhaupt möglich, sich mit HIV anzustecken, wenn man jetzt von jemandem eine Spritze in den Arm, ins Bein oder sonst wo gehauen bekommt? Es gibt eine Gefahr und sie ist unendlich klein. Denn es gibt in Deutschland einfach sehr wenig Menschen, bei denen man sich überhaupt anstecken könnte. Die 9000 HIV-positiven Menschen mit nachweisbarer Viruslast in Deutschland bei 83 Millionen Einwohnern, da ist das Risiko so gering. Selbst wenn die Nadel von einem gesichert HIV-positiven Menschen zuerst genutzt wurde, das Ansteckungsrisiko ist dann 0,3% im Durchschnitt. Das heißt, es ist gar nicht so, je ein Stich bin ich positiv, sondern 3 auf 1000 Ereignisse im Schnitt. Wahnsinn. Ist schon selten. Ne? Ja. Man stellt sich unter HIV ja nicht nur eine schreckliche, sondern auch hochinfektiöse Krankheit vor, was gar nicht so stimmt. Aber wie erklären Sie sich denn dann, dass es so eine wahnsinnige Angst davor gibt? Die Angst entsteht ja viel leichter als das Wissen. Und die entsteht auch dann, wenn man kein gutes, genaues Wissen hat oder gerade dann. Je weniger ich weiß, desto mehr können meine Fantasien die schrecklichsten Szenarien basteln. Und ich finde, von einem Menschen nun attackiert zu werden mit Nadeln, die infektiösen, ist eine der Horrorvorstellungen. Innerhalb der ersten 24 Stunden. Unbegründete Angst, kollektive Panik. Dieses psychologische Phänomen gibt es immer mal wieder. Unter diesem Foto auf Facebook hieß es 2020, dass in Bussen Nadeln in Sitzen stecken würden. Recherchen von Korrektiv zeigen, stimmt nicht. Es gibt keine Gefahr, zumindest keine aktuelle. Das Foto zeigt den Sitz einer Wiener Straßenbahn. 2016 gab es dort tatsächlich 2 solche Vorfälle. Seitdem geistert das Foto durchs Netz. Oder hier, 2019 hieß es, dass Kinositze in Köln mit Nadeln präpariert seien. Ein kompletter Fake, wie sich schließlich herausstellte. Könnte das beim Needlespiking auch mit der Fall sein, dass es mal 1, 2 echte Attacken gab und sich daraufhin einfach eine große Angst verselbstständigt hat und die Wunden in Wahrheit andere Ursachen haben? Für mich ist es total schwierig, wie ich damit umgehen soll, weil ich kann es bis jetzt von der Recherche her null verifizieren, dass es überhaupt das wirklich so gibt. Hm. Und gleichzeitig höre ich deine Geschichte und finde es natürlich mega schlimm. Und will auch natürlich dir nicht das Gefühl geben, dass ich das nicht glaube, was du erzählst. Wenn man das jetzt irgendwie mit so einem ganz Schimmer von Fachwissen beleuchtet, denkt man sich, ja, es ist Mumpitz so. Aber an wen wendest du dich und fragst, ist das Mumpitz? Woher weiß ich, dass es nicht doch ein Fünkchen Wahrheit dran ist? Es ist die Frage, die auch uns während der Recherche begleitet. Maria hat Anzeige erstattet, in der Hoffnung, dass dadurch Ermittlungen ins Rollen kommen. Und dann, mitten hinein in unsere Recherche, soll ein Nadelstichtäter gefunden worden sein. Und zwar auf einem Festival in den Niederlanden. Noch am Tatort wird dieser Mann hier, Levan V., festgenommen. Mit einer Spritze in der Hosentasche. In der Nadel eine Mischung aus Heroin und Kokain. Er sagt, für den Eigengebrauch. 2 Festivalbesucher, einer hier ganz überzeugt im niederländischen Fernsehen, will gesehen haben, wie Levan V. damit eine Frau spritzte. Levan V. wird sofort festgenommen und dann geht alles sehr schnell. Einen Monat später steht er schon vor Gericht und wird zu 5 Monaten Gefängnis verurteilt. Er bestreitet die Tat bis heute. Ja. Die Gerichtsreporterin Saskia Bellemann hat den Prozess für die größte niederländische Tageszeitung Der Telegraaf mitverfolgt. Was sagt sie zum Urteil? Well, the evidence was not that clear. The victim
didn't notice that she was being attacked. She said, "I didn't feel anything." Other visitors of this festival had to tell her that somebody had been spiking her with a needle. So she went to hospital. She says the doctors didn't do a very extensive research. They just saw this red dots, said, well, could be a needle. But it was a bit inconclusive. The problem also was that this lady had used alcohol and drugs herself. So it was not quite clear what was the result of needle spiking or what she had used herself. Eine entscheidende Sache wurde außerdem nie überprüft, ob sich an der Nadel von Levan V. die DNA der betroffenen Frau befand. Begründung, weil Levan V. die Nadel in seiner Hosentasche trug, sei sie sowieso mit allem Möglichen kontaminiert. And I would say, okay, maybe the chances are slim that you will find DNA of this woman. But it's better than doing nothing. I mean, the least you can do is investigate it. They didn't. So I was surprised how quickly it was over, because the festival season was about to start. And they were afraid that maybe more needle spiking incidents would happen. They wanted to set an example. So what do you make of all this? I think the lawyer is right to appeal the verdict. It's all a lot of assumptions. The judge said this has to end, you know, this new trend of needle spiking. We don't even know whether there is a trend, because this was the first case that was being tried. We don't have any other example. So it could still be mass hysteria. We just don't know. Dieser Film soll kein Opferblaming sein. Wir wollen nicht behaupten, dass es Needle Spiking nicht gibt. Unser Anliegen ist vielmehr, dass wir die Faktenlage analysieren wollen. Und die ist, so unser Befund, halt sehr dünn. Vielleicht beruhigt euch das ja und nimmt euch die Sorge, die Nächsten zu sein, die einer Spritzenattacke zum Opfer fallen. Nach unserem Befund ist das eher unwahrscheinlich. Und trotzdem, wenn ihr glaubt, dass euch etwas passiert ist und ihr die Vermutung habt, dass es sich um Needle Spiking handelt, dann geht zur Polizei und erstattet Anzeige gegen Unbekannt. Wir werden für euch an diesem Thema dranbleiben. Und wenn ihr hier klickt, dann seht ihr ein Video von Ultraviolet Stories zu K.O.-Tropfen in Getränken, von denen statistisch die größere Gefahr ausgeht. Und wenn ihr hier klickt, seht ihr unsere Recherche zum Femizid an Constanze K.